Hallo ihr Lieben, hier ist Jalfi, wieder bei Farthest Frontier. Die Pioniere der Tieflandseen-Reihe neigt sich dem Ende zu. Das war mein erster wirklicher Durchgang in diesem Spiel, also sprich von der Gründung bis zum Jahr 80 wirklich am Stück. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, habe echt Fehler gemacht, habe die wieder ausgebügelt und ich hätte gesagt, es ist mal Zeit für ein Fazit. Dafür schneide ich euch eine Aufnahme rein hier in dieses Video, wo ich mal darlege, warum ich zu einem Zeitpunkt geglaubt habe, dass ich das Dorf und den damaligen Spielstand an die Wand gefahren habe. Vielleicht kurz vorab, ich habe die Kurve gekriegt, also ich habe das Dorf wieder in die Gänge gebracht. Aber diese Aufnahme zeigt relativ gut, womit ich sehr zu kämpfen hatte und was für einen Bockmist ich zum Teil gebaut habe. Deshalb nehme ich sie rein. Und wenn das durch ist, danach erzähle ich euch, wie ich die Kuh vom Eis gekriegt habe und was daraus gelernt habe. Und das Video wird enden mit einem Rundgang durch mein Dorf, wie es zum jetzigen Spielstand ist. Und dieser Spielstand ist nicht der YouTube-Spielstand, das ist der auf meinem Rechner. Also das Dorf ist schon relativ alt jetzt mittlerweile. In dem Sinne hätte ich gesagt, legen wir los. Und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie man wirklich einen Spielstand komplett an die Wand fahren kann. Und ich habe jetzt mittlerweile das Stadtzentrum auf Stufe 3 und habe über 300 Leute. Die Nahrungssituation ist auch halbwegs entspannt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, also von der Nahrungsseite her ist das nicht das Problem. Aber trotzdem dokter ich hier jetzt schon seit über 2 Stunden dran rum, um diesen Spielstand zu retten und das gelingt mir nicht. Und zwar einfach aus folgendem Grund, weil mich in der letzten Zeit die Angreifer sowas von platt gemacht haben. Also wenn sie mich angreifen, dann haben die mich echt aufgemischt. Ich bin absolut unterverteidigt, habe aber auch nicht die Kohle, um überhaupt erstmal mehr Soldaten zu leisten. Also das heißt, wir sind hier mit bestenfalls 4 richtigen Soldaten dabei. Das ist jetzt ist für den Stand und dann Stand des Spiels ein Witz. Und was also mich noch richtig, richtig alle macht, sind diese Viecher, die kommen mit der Zeit. Also ab Stufe 3 kannst du Rattenfängerhäuser bauen und die musst du auch halt im Prinzip ziemlich pronto machen, denn wenn du erstmal die Ratten drin hast, dann zerlegen die dir deine Bevölkerung. Also ich habe hier zum Teil einen Krankenstand von fast 20% gehabt, jetzt geht es mittlerweile wieder, weil die mir wirklich alle Wohngebiete durchgeseucht waren mit Ratten. Und wenn du halt erstmal so einen Krankenstand hast, dann produzierst du nichts und dann hast du auch nichts zum Verkaufen. Und das Problem ist halt mit diesen Rattenhäusern, die kosten Geld. Ich kann euch das hier mal zeigen, was da an Steuern, an Ausgaben kommen. Ich habe jetzt 4 Kompostplätze mit 16 pro Monat. Was habe ich jetzt hier? Das Krankenhaus, Heilungshaus ist teuer. Die Rattenfänger gehen mit 60 Tacken zu Buche. Und das kriege ich im Leben nicht reinverdient. Nicht mit meinen Häusern, dafür habe ich zu wenig Luxus. Und auch mit dem Händler. Also das ist auch ein Wahnsinn. Also ich habe auch wirklich nicht genug Produkte, die ich beim Händler loswerden kann. Also das ist sowas von bockschwer. Und ich spiele ja wirklich auf Anfängerlevel, ne? Diese Exklave, die habe ich halt auch eingezäunt, also auch mit einer großen Steinmauer. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, diese Exklave zu machen oder ob man nicht einfach sagt, komm, die wesentlichen Sachen, die gehen in den Innenbereich der Stadtmauer. Also sowas hier wie zum Beispiel die Gießerei, wo halt die Goldbahn hergestellt werden und die Eisenbahn. Die Fassbinderei geht in die Stadtmauer und das hier, die Schmiede und der Rest, ja Gott, der ist halt hier und muss dann halt um sein Leben rennen, wenn die Angriffe kommen. Denn das hat mir hier auch, das hat mich hier ziemlich behindert, dieser Stadtmauer. Mauerbau im Prinzip von dieser kleinen Exklave, sodass die Steine irgendwo gefehlt haben, wo ich sie dringend gebraucht hätte und wo es mich auch wirklich behindert hat. Der nächste Punkt ist der, ich
habe eigentlich viel zu spät angefangen hier mit den Steinmauern. Ich denke mal, sobald man Steinmauer kann, sollte man auch Steinmauer machen. Einfach weil sich die Angreifer, so wie sie jetzt sind, also auf dem Schwierigkeitsgrad, die hauen sich gnadenlos durch deine Holzpalisaden durch. Du hast da überhaupt keine Chance. Und die sind richtig stark, ne? Die kommen halt schwer bewaffnet in guten Rüstungen und die säbeln mir meine Dorfbewohner um, wie die Sense den Roggen. Also ihr könnt hier auch sehen, der Friedhof ist voll. Und das ist in den letzten 3 Stunden Spielzeit passiert. Also vorher ging das ja noch. Ich habe hier schon erweitert, jetzt hier einen neuen Friedhof gebaut, dass ich hier vielleicht noch ein paar Häuser in die Stadtmauer kriege, um noch irgendwo Bewohner hinzusetzen. Denn auch das geht mir aus, der Wohnplatz. Also das ist eine Riesenscheiße. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und auch hier wenn man sich hier beim Stadtzentrum das mal anguckt, ich kriege keine Klamotten mehr in den Laden, also die Schuhe kriege ich nicht produziert. Ich habe nicht genug Sauberkeit. Über Luxus wollen wir mal gar nicht reden. Ich habe 9 Leute mit einer chronischen Krankheit. Da war ich aber schon mal bei über 30. Also mittlerweile geht das, nachdem die Rattenfängerhäuser wieder besetzt sind. Und wir haben eigentlich 21.000 Schuhe. Ich weiß gar nicht, wofür wir für 300 Leute 21.000 Schuhe brauchen, aber offensichtlich brauchen wir das. Was haben wir noch? Ja, weiß ich nicht, 9.700 Fellmäntel. So viele Tiere kriegen meine Jäger gar nicht geschossen. Also auch wenn jetzt hier die Jäger steigern durchaus Sinn gemacht hat, weil denen nämlich jetzt hier auch noch mit Fallen arbeiten und somit die Jagdausbeute erhöht wird. Tja. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich muss noch mal in mich gehen und vielleicht dann irgendwie noch mal drüber nachdenken. Also was ich im neuen Spielstand sicher nicht noch mal machen würde, ist hier so eine Mauer, die ziemlich viel frisst. Was ich aber durchaus noch mal machen würde, wäre Arbeitercamps, und zwar ziemlich viele. Einfach weil man da gezielt Steine und Holz ernten kann und dann halt eben auch den Arbeitsbereich ein bisschen Bedingungen festlegen kann, ähnlich wie bei der Sammlerhütte. Was haben wir noch? Wasser wird auch ein Problem. Auch da müssen wir aufpassen, wenn ich habe ja ursprünglich diesen Bereich mal extra als Industriegebiet ausgewiesen, weil halt eben da keine, weil die, oder weil der Grundwasserflurabstand so hoch war. Jetzt wird Siedlungsgebiet und dann hast du halt echt den Salat mit den Brunnen. Also das ist schon echt alles richtig, richtig blöd. Ja, in dem Sinne, ich bin mir, wie gesagt, noch nicht mal sicher, ob dieses Video online geht, aber einfach, weil ich hier wirklich dann dastehe wie der größte Depp. Aber das ist, also den Spielstand kriege ich echt nicht mehr gerettet. So, das war ja ein ziemlich großes Sammelsurium an Mist. Und ich werde jetzt die einzelnen Punkte abarbeiten, wie ich dem, na sag schnell, wie ich dem entgegengewirkt habe. Und dann werde ich euch aber auch noch erzählen, was ich gemacht habe, um hier das Ruder wieder rumzureißen. Vielleicht erzähle ich euch das sogar als erstes. Und zwar, ich habe es geschafft, den Spielstand zu retten, indem ich einfach wirklich nur dafür gesorgt habe, dass die Grundbedürfnisse gestillt sind. Also Nahrung, Feuerholz, Wasser. Mehr nicht. Alles andere, was über war, sei es also die Holzüberschüsse, Bretter und all so ein Pipapo, die ganzen Luxussachen habe ich verkauft über einen Händler, um Geld zu kriegen, damit die Rattenfängerhäuser laufen konnten. Das war nämlich das Nächste. Also das kommt noch zu den Grundbedürfnissen dazu. Also nochmal Nahrung, Wasser, Brennholz, also Wärme und Gesundheit. Und als ich das im Griff hatte, ging dann auch die Produktion wieder hoch und ich konnte dann ein bisschen mehr verkaufen. Genau, und irgendwann mit den Produktionen konnte ich dann auch Gebäude steigern, die mir noch mehr Geld in die Kasse gespült haben. Nämlich einmal hier diese Marktplätze. Das ist eine feine Sache, das bitte sofort steigern. Und was auch richtig Geld bringt, ist hier der hier, wenn du den Händler hochziehst zum Handelszentrum, weil dann nämlich sowohl das Handelsvolumen als auch die Händlerfrequenz hoch sich erhöht. Also insofern, das war das. Damit habe ich mir den Arsch gerettet. Und jetzt kommen wir zu den Einzelpunkten, die ich im Video gesagt hatte. Nämlich einmal ein ganz großes Problem hatte ich hier, es war die Wasserversorgung. Und diese Wasserversorgung, das kann man lösen, indem man
die Wasserhaltekapazität des Bodens erhöht. Und das macht man, indem man Laubbäume draufsetzt. Also das funktioniert in der Realität und sie haben es Gott sei Dank hier auch so umgesetzt, dass es auch digital funktioniert. Und ich meine, gerade die Laubbäume sind da wirklich grandios. Und das heißt, um jeden meiner Brunnen, wenn ich denn jetzt neu baue oder Platz habe, kommen Eichen hin. Eichen und vielleicht auch noch Birken, das sind die, also, aber, oder Eichen, Ahorn, Birken, die Laubbäume, die tiefwurzelnden Laubbäume. Und wenn ihr euch jetzt mal hier das, die Wasserhaltefähigkeit oder die Wasserkapazität des Bodens anguckt, dann ist das hier tiefblau im Vergleich zu dem Rest. Und das sah da vorher genauso aus wie hier, da wo das jetzt steht. Also, das heißt, Bäume um Brunnen sind eure Freunde. Das ist richtig, richtig gut. Und natürlich, gerade wenn es hier so ein Brunnen ist, der sehr viel Industrie versorgen soll und wo halt ansonsten keine Brunnen drumherum sind, dann macht es auch Sinn, den Brunnen relativ schnell zu verbessern, einfach weil halt die Wasserkapazität deutlich höher ist. Wenn es dann mal regnet, kann er mehr aufnehmen. Der nächste Punkt, der im Video angesprochen worden ist, war ja oder im Vorgängervideo, war die Stärke der Angriffe oder die mangelnde Verteidigungsfähigkeit meiner Siedlung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Steinmauern, die sind wirklich der Garant fürs Überleben deiner Bevölkerung. Also sobald ihr Steinmauern machen könnt, seht zu, dass ihr sie baut. Denn die halten viel mehr aus als die Holzmauern. Das heißt, auch gut bewaffnete Feinde kloppen dann dagegen. Das gewinnt dir dann Zeit, um deine Leute zu sammeln und dann zum gezielten Schlag dann auszuholen. Das ist das eine. Und was haben wir noch? Mit zunehmendem Vermögen, also wenn der Händler läuft und wenn man mehr produziert, dann kriegt man ja irgendwie auch langsam mal ein bisschen Geld. Also siehe hier, ich habe jetzt 7000 Piepen auf Tisch. Dann kannst du dir halt auch mehr Wachposten leisten. Also diese kleinen Türmchen, diese Türmchen in der Nähe der Mauern, die sind halt echt Gold wert, weil die dir, während die Angreifer hier versuchen, durch die Mauern runter durchzukommen, dir die Leute, die Angreifer zu Klump schießen. Das heißt, die sind schon angesicht, bevor meine Soldaten oder halt eben auch die Dorfbewohner, die rekrutiert werden oder eingezogen werden, halt auch unterstützt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt gesagt habe. Also baut diese Türme, will ich damit sagen. Dann hatte ich hier das Problem zum Teil bei den Angriffen in meinen Außenbezirken, wo halt zum Teil auch teure Gebäude stehen, also sprich hier die Scheune, da die Käserei. Da habe ich jetzt auch zwei Wachtürme hingestellt, einfach, dass die nicht so viel Zeit hier haben, um diese teuren Gebäude platt zu machen. Also diese Wachtürme sind wirklich gut. Was hatte ich noch gesagt? Ich glaube, ich habe was von Fehlplanung erzählt bei den Bauten. Das muss ich ein bisschen korrigieren. Also hier diese Exklave, die eingezäunte Exklave, die ist jetzt gar nicht so schlecht. Also einfach vor dem Hintergrund, dass die Produktionsstätten, die wichtigen Produktionsstätten sind geschützt. Auch hier habe ich wieder die Türme, das heißt, ein Teil der Angreifer, die versuchen dann, sie hier reinzukommen. Das gibt mir Zeit, mir meine nicht kampffähige Bevölkerung irgendwo entweder hier zusammenzurotten und die dann in einem großen Schwall dahin zu bringen oder halt eben auch sie in die Sicherheit der großen Stadtmauer zu bringen. Also diese eingezäunte Enklave war eigentlich eher gut als schlecht zum Ende. Was war noch? Der hohe Krankenstand, das hatte ich ja schon zum Anfang gesagt. Ihr müsst Rattenfängerhäuser bauen und ihr müsst auch auf jeden Fall ein Heilkundehaus bauen. Tatsächlich ist das Krankenhaus nice to have, aber ist jetzt nicht wirklich, also das macht keinen Unterschied, was den Krankenstand angeht, habe ich den Eindruck. Was noch? Genau. Wichtig auch für den Spielverlauf war für mich tatsächlich, dass ich hier den Jäger gesteigert habe. Das bedeutet, dass ich mehr Fleisch und Felle an Laden bringe. Das bedeutet, dass ich mehr Materialien für einen Gerber habe. Und auch das ist ein Punkt, das war einer meiner größten Fehler bis zu dem Spiel.
Prinzipiell kannst du ab Stufe 2, warte mal, kannst du hier die Rüstungsschmiede bauen. Das ist an mir völlig vorbeigegangen, weil ich dachte, in meinem Kopf spielt ab erst die normale Schmiede ist weniger komplex als die Rüstungsschmiede. Aber mein größter Fehler in Sachen Verteidigung war eigentlich, ich habe die Rüstungsschmiede erst ganz spät gebaut. Und wenn man eben gut Material von den Jägern kriegt, da kommen wir jetzt zu den gesteigerten Jägern nochmal zurück, dann kann man auch in der Rüstungsschmiede na, sehr schnell hier zumindest Schilde und zum Teil auch, wenn man Geld hat, um Eisen zu kaufen, Kettenhemden machen und damit sind die Soldaten natürlich viel besser ausgestattet, halten mehr aus und halten dann auch entsprechend länger den Leuten, den Angreifern stand. Das heißt, das ist noch ein Punkt, den ich euch unbedingt ans Herz legen will. Steigert auf jeden Fall die Jäger und baut so schnell ihr könnt eine Stadtmauer und eine Rüstungsschmiede. Damit kriegt ihr ein bisschen Boden, gegen die Angreifer einen Fuß an Boden. Was wäre noch? Ach so, vielleicht eine Sache noch, die wurde in meinem Frustvideo noch nicht erwähnt, wo ich mir auch einmal richtig ins Knie geschossen habe. Das war, als ich bei der Schwerindustrie vernachlässigt habe, dass die, die schweren Werkzeuge für den Betrieb brauchen. Hier. Das da, also ich hatte dann schon eine Schmiede, die hat auch fröhlich, hat schon ein paar schwere Werkzeuge gemacht, so ist das nicht. Aber vor allen Dingen hatte die den Schwerpunkt auf den Werkzeugen und auf den Waffen. Das hat dazu geführt, dass ich halt dann irgendwann überhaupt nichts mehr nutzen konnte, weil die für den Betrieb hier die schweren Werkzeuge brauchen. Das heißt, wenn ihr solche Sachen habt wie Gießerei, Sägewerk, Glasmachwerkstatt, Schmiede, was ist das? Möbelwerkstatt. All diese Sachen verbrauchen die schweren Werkzeuge. Das heißt, die müsst ihr auf Lager haben. Ansonsten bricht euch und eure Produktion ein und ihr habt wieder sowas wie ich. Also ihr seht dann, habt dann wieder den Eindruck, ihr fahrt das ganze Dorf an die Wand. Ja. Was haben wir noch? Was war noch eine teuer erkaufte? Info oder eine teuer erkaufte Lektion. Ja, was ich muss ganz ehrlich sagen, was mir relativ gut gefällt, sind diese Obstbauten hier oder die die Obstplantagen. Und zwar aus zweierlei Hintergrund. Einmal liefern die Nahrung in Kombination mit der Konservierungswerkstatt hier oder mit der Konservierungsstätte sogar richtig gut haltbare Nahrung. Und das ist halt gerade für die Frühjahrs- und Sommermonate, wo die Ernte von dem Vorjahr aufgebraucht ist, eine richtig gute Möglichkeit, die Leute trotzdem noch satt zu kriegen. Das ist das eine. Und vor dem an und zum anderen, wenn wir hier nochmal auf die Bewässerung hingucken, die sorgen, also hier nehme ich mal den älteren Baumbestand, die sorgen dafür, dass auch hier das Wasserhaltevermögen höher ist. Nicht ganz so hoch wie bei den Tiefwurzlern, Eiche, Ahorn und so weiter. Aber auch die Obstbäumchen sorgen dafür, dass Wasser gehalten wird. Und ich glaube, wenn wir hier mal gucken, sie sorgen auch für eine leicht höhere Fruchtbarkeit. Das hätte ich auch nicht für Möglichkeiten gehalten, aber tun sie. Das heißt, diese Obstplantagen sind eigentlich eine relativ schöne Nahrungsergänzung. Die kann man gut machen. Also sie ersetzen natürlich nicht die Landwirtschaft, das nicht, aber sie sind eine gute Nahrungsergänzung. Und wo ich auch gut drauf gekommen bin mittlerweile, also unterschätzt nicht den Wert der Viehwirtschaft. Diese Viehwirtschaft liefert einmal Milch in Kombination mit der Käserei auch wieder zuverlässig Nahrung auch außerhalb der Erntesaison. Und vor allen Dingen liefert diese Viehwirtschaft fruchtbaren Boden. Wenn ihr hier die Weiden auf dem Bereich oder wenn ihr die Viecher auf einem fremden Bereich laufen lässt, dann wird der irgendwann richtig fruchtbar. Also so habe ich hier diesen Landwirtschaftsbereich erschlossen. Da war sind die Viecher von meiner ersten Scheune, also von der hier, relativ lange drauf gelaufen. Da waren die von der Fruchtbarkeit extrem hoch, sodass ich da gleich schön in die Vollen gehen konnte, was den Landbau angeht. Was haben wir noch? Ist hier noch irgendwas, was mir einfällt?
Vielleicht zu den Arbeitercamps. Also ich habe manchmal den Eindruck, das ist jetzt nicht irgendwie eruiert, aber dass das durchaus Sinn macht, die Arbeiter der Arbeitercamps auf solche Sachen loszugeschicken, wie ich es hier habe. Ja. Das ist so ein Steinhaufen da oder ein massiver Granitsteinbruch. Da kloppen mittlerweile zwei Arbeitercamps drauf rum, nahezu in Vollzeit, um halt die Steine an Laden zu bringen. Den Holzbedarf, den kriegst du zum Teil auch oder den kriegst du auch relativ gut gedeckt, indem du einfach hier deine nicht produktionsstättengebundenen Arbeiter losschickst und hier einfach mal was platt machen lässt. Was haben wir noch? Lagerkapazität ist der nächste Punkt. Diese Rübenkeller, die sind auch relativ wichtig zu steigern, einfach weil der Verderb dadurch besser oder weniger wird in diesen verbesserten Rübenkellern. Also das heißt, wann immer Backstein da war, habe ich dann auch zugesehen, dass ich meine Rübenkeller aufpimpe. Und natürlich ganz klassisch die Fässer. Die Fässer sind Gold wert, weil sie halt eben A, die Lagerkapazität erhöhen hier in solchen, also auch hier stehen Fässer, und sie verringern die Verderblichkeit. Und damit kommst du halt mit prinzipiell weniger Anbaufläche pro Nase aus, wenn halt weniger kaputt geht. Ja. Was ist noch gut zu wissen? Bei der Planung der Siedlung kann man davon ausgehen, dass man auch so diese Zierelemente hier, diese Dekoelemente von hier unten, sowas wie kleiner Garten, mittlerer Garten, kleiner Park und so, das kannst du steigern. Und damit wird natürlich die Attraktivität von diesem Ding deutlich höher. Das ist also, ihr könnt halt eben auch sagen, okay, ich baue eng, nicht zu eng, nicht Haus an Haus, aber ihr könnt ein bisschen enger bauen, als ich das hier in meinem ersten Wohngebiet getan habe. Einfach weil ihr über die Steigerung dieser Dekorationselemente auch die Attraktivität hochbringt. So, nun zum versprochenen Dorfrundgang. Also, mittlerweile haben wir 500 Leute. Das ist der helle Wahnsinn. Und es ist immer mal wieder jemand krank, aber das hält sich eigentlich in Grenzen. Den würde ich gerne so weiter heilen lassen. Das heißt, wir haben genug Leute, um hier irgendwie diese Arbeitercamps und so weiter zu bemannen. Und wir haben auch noch jede Menge Leute, die draußen rumwuseln und Sachen von A nach B bringen. Und ich hätte auch gesagt, mehr möchte ich jetzt erstmal gar nicht haben. Einfach weil ich die satt machen muss und so weiter. Das heißt, ich werde jetzt, auch wenn ich hier in dem Bereich ein neues Wohngebiet angelegt habe, das werde ich nicht voll machen, sondern ich werde das jetzt erstmal bei diesen Häusern belassen und dann lieber über Attraktivitätssteigerungen versuchen, die hochzubringen und auch diese Häuser, die noch keine großen Häuser sind, nochmal hochzubringen. Einfach, weil es dann nur noch wenige Hausplätze mehr schafft und meine Siedlung dann nicht ganz so schnell wächst. Also das ist alles. Was haben wir noch? Wir haben eigentlich, wenn ich mir mal die Liste angucke von den Ressourcen, ich glaube, wir haben alles hier gebaut, was zu bauen ist, außer eine Brauerei. Nee, das wäre vielleicht noch mal was, dass ich noch mal eine Brauerei baue. Das könnte ich eigentlich gerade mal machen. Dann setze ich die hier noch mal hin, dass wir langsam mal anfangen können mit Tavernen. Aber ja, die setze ich dann hier mal, die gehen direkt gegenüber von dem Brunnen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Genau. So. Ja. Wir haben mittlerweile, wo sind sie? Ich glaube, zwei Kerzenwerkstätten. Und kommen damit jetzt so langsam hin, dass ein paar Leute auch eine Kerze haben in ihren Häusern. Was ist das hier? Der Brennholzspaltplatz. Da muss noch einer kommen. Ich glaube, das ist der Stapelplatz. Hier kommt noch mal ein Brennholzspaltplatz und da hinten werde ich vielleicht auch noch mal einen machen. Einfach weil die Holzsituation grandios schlecht ist. Aber das werden wir zum Winter noch mal hinkriegen. Was ist noch?
Über kurz oder lang werden wir hier jetzt noch mal woanders hinziehen müssen. Also dieses Tonvorkommen ist bald erschöpft. Ton war auch nie die Ressource, wo ich besonders viel Wert drauf gelegt habe. Aber ein bisschen hätte ich sie gerne zumindest. Und es ist wirklich überhaupt nichts mehr in den näheren Bereichen da. Das heißt, es nützt nichts. Wir werden noch mal eine zweite Exklave bauen müssen. Und das wird dann hier passieren, in den Bereichen. Und zwar auch wieder hier, dass diese Tonen vorkommen und das hier erschließen, Mauer drum und vor allen Dingen, wenn hier sind ein paar medizinische Wurzeln für meinen Apotheker. Und was haben wir hier noch? Oh, weiß ich nicht. Dann ist hier in der Region, glaube ich, auch noch mal eine Sandmine, zwei Sandminen, denn auch Sand ist jetzt nichts, was bei uns relativ gut vorhanden ist, da muss ich auch langsam mal gucken, wie ich da rankomme. Das bedeutet aber auch, wir werden noch mal eine richtige Straßenbauoffensive machen müssen. Und zwar nicht nur hier in den Bereichen von der Stadt, auch da ist sie noch nicht fertig, sondern wir müssen auch im Prinzip eine Autobahn zu dieser Exklave legen. Und damit denke ich mal, werden wir vielleicht sogar auch anfangen, dass wir hier einmal rund um diesen Hügel eine Autobahn legen, denn ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Also hier wird das glübig nichts mit Straßenbau. Schauen wir mal, geht das hier? Ne, hier geht keine Straße lang. Dann müssen wir um den Hügel rum, um da hinten runterzukommen. Ja, das heißt, das ist jetzt der langfristige Plan, dass wir hier zusehen, dass wir uns noch weitere Ressourcen sichern, wenn uns die Ressourcen bei den etwas weniger ergiebigen Minen ausgehen. Ansonsten kann man auch über den Händler noch relativ gut Sand und Ton kaufen, das ist auch nicht so sonderlich teuer. Also das geht. Ja, was ist dann noch? Ja, eigentlich habe ich das alles schon gesagt. Attraktivität muss jetzt noch mal kommen, damit ich auch irgendwann mal dieses Stadtzentrum hochbringe. Ach so, den Bumper habe schon alles. Es fehlen die Backsteinklötze und die 100 Eisenbahnen. Gut. Es fehlt Unterhaltung und dann es fehlen Schuhe und Sauberkeit. Ja, da muss ich mich drum kümmern. Das ist so der Stand der Siedlung im Jahr irgendwie knapp vor 80.